Nee, Ja. also folg mal einfach mal, ne? Ach so, ach ja, du musst ja rückwärts fahren. Ich dachte, hey, wo fährt er denn lang? Das habe ich ja gemeint. Das ist total dumm. Also die fährt rückwärts schneller wie vorwärts. Das ist echt übel. Oh, da hat sich ein Schuss gelöst. Was ist das denn jetzt? Das war aber so nicht geplant. Nee, glaube ich auch nicht. Hallöchen, Popöchen, ist wieder Grog am Start mit einer weiteren Folge von Minecraft in the World of Tanks Mod Dingenskirchen. Ja, nein, war natürlich nicht Grog, das waren wir Lappen. Also, mit Lappen meine ich mich und Manuel. Ja, guten Abend zusammen, ne? Da sind wir wieder. Waldi. Ja, schön. Der Manuel hat seinen Nougat-Schnittenpanzer ausprobiert. Ja, das ist der neue Tank, den ich jetzt endlich mal erspielt habe. Ich habe gestern quasi die ganze Nacht durchgezockt, um mit diesem blöden Tank freizuspielen. Den T110E4, den 10er Jagdpanzer mit einer geilen Gun drauf. Ah, schön. Schön für dich. Nee, schön für dich. Ich muss jetzt Schön ja für die meine Top Gun. Gegner, ey. Ich muss jetzt mal meine Top Gun bei den Zählern ausprobieren, ob ich denn da was reißen kann. Habe ich nämlich noch nicht Alter, die gemacht. haben 3E100, ey. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Okay, Leute, das war ein Fail. Wir starten ein neues Video. Und ich muss gerade nochmal die Lautstärke runterregeln. Da Ja, auf muss ich bei mir 2. auch. Die ist gerade auch ein bisschen laut. So, ich habe die gerade nur auf 2 runtergeregelt, dann hört man meinen geilen Soundmod nicht mehr, aber egal. So. Also, ich fahre ganz gerne mal hier oben lang. Ja, wie gesagt, für die Leute, die uns schon vermisst haben, wir wollten ja eigentlich schon letztes Wochenende ein Let's Play gemacht haben. Auch wir wollten die in Tagen Let's Play gemacht haben. Ja, das auch. Letztes Wochenende wollten wir einen Broadcast gemacht haben. Das auch. Wir hatten das versprochen. Aber wir haben jetzt erstmal uns drüber privat nochmal unterhalten, was wir genau im Broadcast alles für Themen durchnehmen möchten und über was wir überhaupt sprechen möchten. Und auf Twitter habt ihr ja schon gesehen, da poste ich auch immer was. Wenn ihr noch nicht das Twitter kennt, dann entweder glaube ich, ich schaffe das mit dem Outro, da das Twitter reinzubringen, dass man da drauf klicken kann. Oder steht unten in der Beschreibung. Also klickt einfach mal drauf. Da seht ihr, da habe ich auch gepostet, was wir denn so Neues machen und so. Habe ich auch geschrieben, dass wir Interviews machen wollen, aber das ist natürlich noch weit entfernte Zukunft. Das machen wir dann, wenn wir, also wenn auch nicht immer nur ich aufnehmen muss. Ne, Manuel? Genau, ja. Das. Ja, wir schauen mal. Meine persönlichen Ziele sind ja vielleicht mal, der ein oder andere kennt vielleicht von euch den WoT-Player, Let's Player. Nein, du solltest noch nicht sagen. Okay, ich sag's nicht. Du hast recht. Ich Das habe soll ja spannend gesagt, bleiben. ja. Na, jetzt hast du alles verraten, aber natürlich wird's, Nö, ich wenn habe noch wir nichts mit. verraten. Es gibt da total viele Let's Player von World of Tanks. Uns Ja. eingeschlossen. Oh, ich glaube, Jagdtiger zielt auf mich. Ey, wieso haben die zwei Foch, Alter? Ich kriege hier eine Krise. Boah, ich schieße jetzt auf den Kaffee da unten, Alter. Der regt mich gerade richtig auf. Oh, ich habe natürlich verschossen. Ich habe Scharfschütze in den Ding drin und der trifft da nicht. Leck mir ne Tasche. Sagt mein Vater immer. Nee, hat er früher mal gesagt. Da waren wir ja noch so dumme kleine Kinder und haben das dann. Da habe ich kassiert. Ey, Haben das ist ein das. Abpraller kassiert, würde ich mal sagen, ne? Ja, ich weiß. Wir haben das dann auch wahrgenommen und haben das dann echt gemacht und haben meinen Vater in der Tasche geleckt. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Nee, für alle Zuschauer, die unter 18 sind, ne? Ja, wir müssten uns mal noch so bei ein paar Videos müssten wir da so USK Schilder dran hängen, damit ihr auch seht, ab wie viel das denn überhaupt freigegeben ist. Genau. Und dass das nicht so kleine Kinder wie Philipp gucken. Alter Schwede, den Foch haben wir mal richtig eingegeben. Jetzt kommt der Jagdpanzer dran. Also wer sich zu Philipp hingezogen fühlt, bitte nicht dieses Video gucken. Der ist abgeprallt, ich krieg eine Krise, ey. Ah ja, schön. Komm, wir fahren jetzt einfach mal vor. Da kommst du ja eigentlich auch nur unten durch, ne? Bei der E100, bei dem Jagdpanzer. Unten durch die Wanne. Also wenn überhaupt.
aus der Entfernung. Okay, Ja, jetzt dreht leider er kann ich schön die nicht. Seite zu. Sehr gut. Bleib stehen, bleib stehen. Klatsch, 1051, Alter. Warst du das? Ja. Du warst die 1051 Ich war Damage. die. Natürlich, der schafft ja über 1000 Schaden. Oh lol, du bist ein Hacker. Der Panzer ist einfach super geil. Also die Gun ist geil. Der Panzer ist eigentlich scheiße, muss ich sagen, weil der ziemlich schnell kaputt geht. Ach ja, wir wollen auch noch mal irgendwelche Videos machen, wo wir dann was mit dem über die Panzer erklären, also nicht zocken, sondern über irgendwelche Gammelpanzer was erzählen. Genau. Und dann Tipps geben, wie man da besser spielt. Oder vielleicht mal so Übungsgefechte machen und dann so Tipps, wie man sich aufstellt oder wie beim E25 ist das, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Was er für gute Tarnwerte hat. Genau. Die preist Manuel ja immer an. Ja, wie gesagt, ich habe ja den E25 und das ist der Premium-Tank der Deutschen. Ziemlich schnell, muss ich sagen, und hat extrem geile Tarnwerte, also die besten eigentlich. Und da wollen wir euch mal so ein kleines Tutorial machen oder ein paar mehrere, wenn es gut läuft oder wenn es euch gefällt. Und da wollen wir dann natürlich dann mal ein bisschen über die Tarnwerte sprechen, über die Sichtweite und so Zeug halt. Und über den Philipp. Genau. Boah, der ging nicht durch. Die sollen mal langsam kacken gehen, Mann. Das ist aber auch ein Monstrum, ey. Leckt mich am Arsch doch. Könnten die sich nicht sowas einfallen lassen, dass der immer durchgeht und wenn er halt nur einen Schaden macht? Ja, mit Hochexplosiv kommst du durch. Echt? Ja, aber dann machst du nur so 11 oder 12 Schaden halt, ne? Ja, egal. Dann lade ich jetzt einfach mal hochexplosiv rein. Ich bin ja so frei gewesen. Oh. Um, na, da hat er Abpraller gemacht. Der Lauchlappen. Also. Ich glaube, kommt man oben durch den Turm? Ich glaube gar nicht, ne? Ja, du hast auch Weak Points. Ja, warte, warte. Ach ja, und wir werden euch nochmal ein Tutorial für die Mods machen und jetzt ist der tot. Und ich habe Also drüber ja. geschossen, ganz toll. Wir werden noch vieles machen. Ja, wir haben einiges in Planung. Wir haben uns privat nochmal zusammengesetzt und haben ein bisschen gequatscht, was wir noch alles anbieten können. Dass es nicht ganz so langweilig wird, dass ein bisschen Abwechslung geboten wird. Ja. Aber dafür müsst ihr uns abonnieren. Was jetzt keine Erpressung sein soll, aber Abonnieren! wir würden uns sehr freuen und einen Daumen hoch natürlich auch. Und halt mal was unten reinschreiben in die Kommentare, dass wir wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Oder ob ihr Wünsche habt, worüber wir mal reden sollen in meinem Broadcast oder was wir mal let's playen sollen. Also schreibt was rein, wir würden uns freuen. Das wäre uns sehr hilfreich, will ich da so hinzufügen. Ja. Also Twitter, da läuft das irgendwie richtig gut. Da habe ich schon 15 Follower, aber ich glaube, da kennt eigentlich keiner von dem Kanal die Folgen einfach mal. Aber naja, wer weiß. Da haben wir einfach mal gewonnen, würde ich sagen, ne? Schönes Anfangsgefecht. Manuel, du weißt, was wir ja jetzt spielen. Wir spielen jetzt mit der Arti. Ja, jetzt spielen wir da, Adi. Und So. ja. Alles klar, dann wähle ich den mal schnell aus. Und gehen wir auch gleich auf Start, weil wir haben leider nicht immer ganz so viel Zeit. Wir sind jetzt gerade bei 8 Minuten und wir dürfen ja 15 Minuten nur bei YouTube benutzen. Deswegen müssen wir uns immer ein bisschen ranhalten. Ich bin Top-Tier. Jetzt müssen wir einfach mal so richtig drauf gehen. Für alle Leute, die vorhaben, sich den Crusader SP zu holen, die Selbstfahrpalette. Oder Selbstfahrpalette, Alter. wie man. Die selbstfahrende Palette, die man aus dem Lager kennt. Ja, Möchte ich allen nur abraten oder nur ohne Gabel. vorwarnen, dass die dermaßen schlecht ist und nicht. Also man trifft kaum was mit der, muss ich dazu sagen. Der Vorgänger war relativ gut. Und viele haben mir gesagt, der Nachfolger davon ist auch ziemlich gut. Aber die ich jetzt habe, ist halt ein bisschen scheiße. Ja. Selbstfahrpalette. Selbstverpalette. Ja, also überlegt es euch mal, vielleicht nehmt ihr doch lieber den Gabelstapler und eine ganz normale Palette. Genau. Und der einzige Vorteil, die diese Arti bietet, die fährt schneller rückwärts wie vorwärts. Und das war's auch schon. Wo bist du, du Spacken? Ich komme gerade zu dir. Komm, fahr mal zu mir und guck dir mal die Arti an, wie schön die ist.
Ja. Guck dir mal das fette Rohr an, was ich habe. Das hätte Rohr. Na, wo sind wir denn? Ja, wir kommen hinterm T32 her. Ach, jetzt sehe ich dich schon. Ich würde sagen, fahren wir mal oben rechts hin, ne? Wo der T71 ist Warte, in wo die ist Ecke. rechts? Nee, also T1. folg mal einfach mal, Ach ne? so, ach ja, du musst ja rückwärts fahren. Ich dachte, hey, wo fährt er denn lang? Das habe ich ja gemeint. Das ist total dumm. Also die fährt rückwärts schneller wie vorwärts. Das ist echt übel. Oh, da hat sich ein Schuss gelöst. Was ist das denn jetzt? Nein. Das war aber so nicht geplant. Nee, glaube ich auch nicht. Und gerade passend zu dem Schuss war dann noch, hat dann noch ein Teamkill gemacht. Das wär's gewesen. Ja, ist doch Unsere eigene passiert. Arti nochmal gekillt, aber Na, richtig. nein, der Gegner hat einen Teamkill gemacht. GW Panther hat den PZ38 Was ein Gurkenkönig, ey. gekillt. Ach ja, ich fahre jetzt die ganze Zeit nach. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten ja uns hier oben die schöne Ecke angucken. Hoppla. Oh, das ist der AMX-12 Donner. War verschossen! Den treffe ich sowieso nicht. Der kann mal aufhören, hin und zurück zu fahren. Der Hin und zurück, hin Scheißbatzen. und her, meine ich. Du Ja, hast da war jetzt ernsthaft klar. mit einer Arti drauf gesemmelt. Das ist eigentlich eine Verschwendung schon, ne? Ja, ne? Bam! Ach, 331! sonst Ich hab verbrennt den er. brennend geschossen! Was geile Scheiße! Ja, oh, gekillt, Mann! Ich bin so ein Hammer-Profi. Versemmelt, wie schlecht! Meine Leute sind auf 100% und versemmel ich. Das lasse ich mir hier gar nicht bieten. Da fahre ich vor und kann ihm einer ein bisschen runterschießen. Ja, nice, danke sehr. Ich komme überhaupt nicht mehr dran, super. Sehr sozial von euch Ganzen. Und damit ich den Kill Schnapp absahen mal kann. jemand anders. Oder steht er noch im IS? Ja, den wollte ich Steht mir er noch gerade im schnappen, aber IS? jetzt fährt er zurück, der Pansen. Nee, ich meine die IS-3 da. Ich stehe einfach hinten und kann ja auf dem Motor semmeln und das Ding bemerkt das gar nicht. Bam, 300 einfach mal reingeknüppelt. Da dreht er seine. Da ist er down und Sein konnte nicht. Popöchen dreht er da. Jawohl. Nee, ich hatte ihn ja gekettet. Ich wollte sagen, seine Robratze oder so, aber da ist mir nichts Gewinnen wir doch schon Richtiges. wieder. Was ist denn da los, ey? Was geht denn heute ab, ey? Ja, der kommt natürlich nicht durch. Ah, jetzt warten wir noch schnell bei der AT7 hier, ob ich den noch Ja. kriege. Bam, 300 reingebrezelt. Achtung, 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 Achtung! Bäm! Und 276 reingezwitschert, ey. Und Isu hat ihn gekillt. Nein! Das ist wegen YouTube, weil die so nett sind. Da hätte ich noch einen dritten Kill machen können. Und da hätte ich jetzt trotzdem fast in meinen eigenen reingesemmelt. Aber ich hole mir jetzt die Isu. Ja, dann Und brezel doch an. ich hab schon extra vorgehalten, ne? Und, Wo oh fährst Mann. du weg? So ein So, Vollhorst. da habe ich erstmal kurz beim Superbashing einen reingesammelt. Da wisst ihr jetzt auch, wo die Weakpoints von dem sind. Jetzt lade ich schnell und kill den 1S hier hinten. Der so schön auf uns wartet, ne, mein Freundchen. Da fährst du nicht. Genau. Oh, mit einem Schuss, ey. Ich wollte gerade mal reinsemmeln. Ne, ne, ne. 1900 Das kriegst du ja Damage, das nicht. Dann finde ich schnapp ich schön. halt den Jagdpanzer, ist mir auch egal. Einmal kassiert. Von dem blöden AT-Dingens da. Oh ne, 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 mach mal die AT down. Und das für ein Flitzer da hinten, ey. Okay, die Flitzer killen, probieren gerade unseren, den 8,8 cm Ding da zu Da killen. geht er down. Da hat Da der geht er Spleeding down. den Kill Das gemacht. hat ja auch nochmal was erreicht. Sehr Der schön. ist Bleeding. Jetzt sind wir gerade bei 15 Minuten, das passt ja perfekt. Echt okay, naja, so scheiße, da ist aber jetzt noch was hinten dran. Alles klar. Nice, 25.000 Credits, das sieht man auch nicht alle Tage. Naja, aber Das dann waren gute Gefechte, würde ich sagen. muss ich leider sagen, bis zum nächsten Mal, also bis morgen oder so. Naja, dann, Bald bis morgen. ja, dann haut ihr rein, ihr kleinen Kinders da draußen. Nein, war natürlich ein Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut, ciao. Oh.